Hallo zusammen, wir stehen vor massiven Veränderungen und zwar wird sich in den nächsten 2 Jahren extrem was tun. Ich habe hier einen Kühlschrank, hier einen Standardkompressor, der BD35 F mit R134A. Das ist der meist verbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Dieser Kompressor wurde so seit 1997 gebaut. Und jetzt gibt es ja den neuen Kompressor von Secop. Und ich behaupte ganz frech, dieser Kompressor wird diesen Kompressor hier ersetzen. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass wir das Kältemittel R134A nächstes Jahr für gewerbliche Zwecke in diesem 12-Volt-Bereich, den ich mich bewege, verbiete. Also ab 2025 ist die gewerbliche Nutzung, das heißt, eine professionelle Kühlbox für Außendienstmitarbeiter ist ja schon gewerblich. Für den privaten Sektor wird sich das erst 2027 durchsetzen. Hat man jetzt wieder ein bisschen verschoben, aber das wird sich sicher ändern. Das Thema ist dieser Kompressor ersetzen. Aber zum Kompressor ersetzen gehört natürlich auch der Rest dazu. Ich habe jetzt hier das Kühlaggregat, was ich euch vorgestellt habe. Wir haben einen neuen Kompressor drauf. Wir haben den gleichen Kondensator drauf wie der hier und den gleichen Lüfter. Wir haben hier zwar den grünen Widerstand drauf, weil der neue Kompressor wird leiser sein und dann ist es so, dann ist der Lüfter lauter als der Kompressor. Jetzt kann es sein, wenn man schon das Ganze ändert, dann schaut man sich das Ganze an und ich habe hier einen anderen Kondensator. Der Kondensator ist viel kleiner von der Bauhöhe her, dass ich hier runterkomme. Wir haben diese 2 Aggregate hier. Also das heißt, Kompressor ist der gleiche. Hier fehlt die Berohrung dran, aber der Lüfter ist hier kleiner, aber hier habe ich einen Lüfter drin, 120 x 120 mm. Und hier habe ich einen Lüfter drauf, 90 x 90. Dieser Lüfter mit 34 Dezibel Schalldruck, der bringt ein Fördervolumen von 122 Kubikmeter. Dieser Lüfter hier, auch mit dem gleichen Schalldruck, 34 Dezibel, bringt nur 87 Luftvolumen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich weniger Luftvolumen habe, muss ich das anders kompensieren. Das heißt, ich muss den Kondensator weiter ausarbeiten. Dieser Kondensator, der hier drauf ist, der hat eine Fläche zwischen den Lamellen von 100.000 Quadratmillimeter. Wir haben den gleichen Kondensator, der ist aber dicker und der hat eine Fläche von 128.000 Quadratmillimeter. Genau gleich wie die, gleiche Abmessungen, aber viel engere Lamellen. Da komme ich auf eine Fläche von 156.000 Quadratmillimeter. Und dieser Wärmetauscher hier, der hat auch die engen Lamellen, wie der hier. Und der hat dann 224 Quadratmillimeter. Bei diesen zwei hier habe ich 3 mm Abstand zwischen den Lamellen und hier habe ich nur 2. Wenn ich diese 2 nebeneinander halte, sind sie von der Fläche her gleich groß.
Hier habe ich aber viel mehr Oberfläche, weil ich die Lamellen näher zusammen habe. Das bringt aber Nachteile. Ich habe den größeren Staudruck, das heißt der Lüfter lüftet nicht mehr das, was er soll oder auf dem Datenblatt steht. Und hier, wo die breiten Lamellen sind, kann ich mit der Luft besser durchfahren. Dann kommt das Thema die Verschmutzung. Wenn ich natürlich ein tieferes Paket habe, habe ich einen längeren Weg, auch wieder mehr Luftwiderstand. Und so kleine Lamellen machen eher mit dem Staub zu, mit dem Feinstaub, nein, einfach Staub, weder ein Kondensator mit dicken Lamellen. Welchen Kondensator nehme ich jetzt für das neue Aggregat? Das ist eine Entscheidung, die ich oder wir hier fällen, was wir nehmen. Also ihr könnt jetzt nicht wählen zwischen den vier Kondensatoren. Da müsst ihr dann kaufen, was ihr kriegt. Die meisten interessiert sie auch gar nicht, weil das ist zu weit weg von der Technik. Wenn ich den kleinen Kondensator nehme, und wir haben jetzt hier so einen Luftschlauch, den kann man hier anmachen, kann den wegbiegen und kann hier noch ein bisschen ziehen. Das ist jetzt nur ein halber Meter. Oder ich nehme den Kondensator hier und ich habe hier kleine Löcher. Mit vier Kabelbinder fixiere ich den mit dem einen Ring hier dran. Ich kann den auch noch ein bisschen viereckig biegen. Aber so habe ich, wenn der da vorne dran sitzt, eine gute Luftzirkulation. Das heißt, ich habe eine sehr gute Abkühlung von diesem Kondensator. Wenn ich den Kondensator gut abkühle, habe ich auch eine bessere Kälteleistung beziehungsweise den besseren Wirkungsgrad auf dem Kühlsystem. Wenn ich jetzt den Kondensator nehme gegenüber dem hier, dann habe ich das, ich muss einen kleineren Schlauch. Das heißt, ich kann den zwar vorne hinpassen, aber sauber passen tut der nicht, weil der Kondensator ja wesentlich kleiner ist. Es geht, es wird kein Thema sein. Aber ich habe natürlich nicht diese Ösen, die ich hier bei diesem Kondensator habe oder hier oder bei dem. Wir haben jetzt hier zwei Lüfter, die 34 Dezibel bringen. Das hört man. Also die einen hören es und die anderen hören es natürlich nicht. Was Standard kommen wird, ist dieser grüne Widerstand hier. Das ist ein Widerstand, der die Drehzahl um die Hälfte reduziert vom Lüfter. Das heißt, ich habe natürlich auch wieder weniger Luft. Aber mit diesem drehzahlgesteuerten Lüfter, das wird jetzt kommen bei den neuen Kühlschränken, die diesen Kompressor drauf haben. Wir sind jetzt am Umstellen von der Produktion. Also der Slim 90 ist bereits jetzt in der Produktion mit dem neuen Kompressor, weil wir da relativ wenig Stückzahlen haben. Das verlinke ich euch unten im Video beschrieben. Durch den Drehzahlregulierung und die 40 Grad habe ich aber dann trotzdem die volle Leistung, wenn der Kompressor oder wenn das Kühlaggregat hier warm bekommt. Bautechnisch, hier habe ich natürlich jetzt bautechnisch flach gebaut und hier hoch gebaut. Wenn ich jetzt aber sage, ich mache hier ein Brett drauf, dann habe ich wieder das Problem der Luftzirkulation um das Aggregat rum. Wenn ich hier das so baue, habe ich zwar die höhere Höhe, aber ich habe hier oben drüber Platz für die Luftzirkulation. Wenn wir dann noch extremer werden, und ich setze das daneben, hier habe ich die Abgang der Rohre.
Sprich, hier habe ich noch kein Rohr, das heißt, ich muss hier trotzdem oben rüber fahren. Hier kann ich dann auch oben drüber fahren. Hier kann ich eine Schlaufe machen. Ich bin immer noch in den Maßen vom Kompressor drin, auch wenn der höhere Kondensator da ist. Ja, wir haben jetzt hier den Slim 90 mit dem kleinen Kondensator, dem kleinen Lüfter. Aber ihr seht, die Leitung hier oben braucht genau gleich viel Platz. Und hier habe ich ein festes Rohr vom Füllanschluss. Das ist hier zugetackt, also ohne Füllanschluss. Das braucht hier auch wieder Platz. Ihr seht hier den Füllanschluss. Der ist im Maß drin. Und wenn ich hier den Füllanschluss mache, der auch so lang wird, steht er oben raus oder ich muss ihn, wie gesehen, vorher so ein bisschen abbiegen. Dieser Füllanschluss, das ist auch so ein Thema für sich. Ich brauche einen Füllanschluss zum Füllen vom Kältemittel. Da wir in Zukunft ja das Kältemittel ändern auf R600A, das wird die Zukunft sein, und nicht die Zukunft, eher die Vergangenheit. Weil wenn man die Geschichte ja anschaut, wir hatten das R600A bzw. identische Kohlenwasserstoffe, wie auch Propan, Butan, Ethan, im Ersten Weltkrieg schon. Zweiter Weltkrieg. Da wurden diese Gase als Kältemittel verwendet und ihr wisst, die Teile sind brennbar, die Teile sind explosiv. Wir haben zwar heute weniger Kältemittelfüllmenge wie früher, weil wir haben kleinere Kompressoren, durch das kleinere Volumen, durch das auch weniger Kältemittelfüllmenge. Nach dem Zweiten Weltkrieg oder 1928 wurden dann die Fluorkohlenwasserstoffe entdeckt oder sagen wir entdeckt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen diese Kältemittel als sogenannte Freon, das war DuPont, ein Hersteller aus Amerika, hat diese Kältemittel Freon vertrieben unter dem Markennamen Freon. Es waren keine Freon, es waren Fluorkohlenwasserstoffe. Als Sicherheitskältemittel, weil die Dinger sind nicht giftig, nicht aggressiv, sehr chemisch stabil, was einen anderen Grund hat im Kühlsystem drin und vor allem nicht brennbar. Dann kam das Thema, dass die Chlor vor allem das Ozondefekt macht. 1990 kam dann das so in die Wege, 95. Da ging dann auch der Osten auf und in Europa oder in Deutschland hatte eine Firma aus der DDR kam dann mit dem alten Kältemittel, was man noch vor dem Zweiten Weltkrieg verwendet hat, als neue Innovation, weil die hatten noch die Erfahrung damit. Die haben das Kältemittel einfach eingefüllt. Es gibt auch Leute, die sagen, ich kann Grillgas einfüllen. Es geht, wenn es sauber trocknet. Dann aus Mangelerscheinen, Grillgas, Flaschengas hat man auch in der DDR immer zur Masse zur Verfügung. Man hat das Kältemittel einfach im Kühlsystem eingefüllt. Man hatte die Erfahrungen damit. Und heute nehmen es wir als Neuigkeit oder Innovation. Aber es ist immer noch brennbar, das Kältemittel R600A. Aber wir haben kleine Mengen, von dem her gibt es nicht so einen großen Knall, sondern nur einen kleinen Knall. Man lebt mit dem System, dass das Zeug jetzt einfach brennt. Bei uns ist der Entschluss noch nicht ganz richtig, was wir in Zukunft für einen Kondensator einsetzen. Es kann auch ein gemischtes System werden, weil wir haben so viele verschiedene Geräte. Schreibt mir mal unten in den Kommentare, auf was das ihr wärmeseitig, Lärmlüfter, Zuluft, Lamellenabstand, ob breit 3 mm oder 2 mm, was ihr
ihr, wenn ihr entscheiden könntet, was ihr hier wählen würdet an Wärmetauscher? Oder vielleicht habt ihr eine ganz andere Idee, was man sonst verwenden könnte als Wärmetauscher auf der warmen Seite. Ich habe euch den Slim vorgestellt, aber der Slim habe ich immer noch mit dem alten Kompressor als Video. Das verlinke ich euch hier unten. Ich verlinke euch hier oben ein Video betreffend der Unterkühlung. Wie man die Leistung bestimmt, dass der Kondensator genügend Leistung hat. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.